Ich bin eine Banane. Oder bist du eine Chiquita? Beides. Guten Tag, liebe Damen und Herren, zu einer neuen Folge On Air. Oh mein Gott! Wow! Der Osterhase ist leider ausgefallen. Ja, der Osterhase ist erst in Quarantäne. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Und deswegen casten wir heute ein neues Tier oder eine neue Person für diese Aufgabe. Und was wäre besser, um herauszufinden, wer den Osterhasen ersetzen kann, als ein Parkour? Parkour! Ich habe einfach random Leute eingeladen. Hallo Bettina. Hi Dan. Hallo Caro. Hallo Dan. Hallo Zara. Hi. Um zu schauen, wer denn der nächste Osterhase wird. Und ich würde sagen, lass die Spiele beginnen! Schau mal, hier ist so ein Parkour aufgebaut. Weißt du, was das hier ist? Da drin ist ein Kostüm für dich und dann darfst du diesen Parkour machen. Okay. Was muss ich überhaupt machen? Parkour! Was ist dein Statement? Ich werde gewinnen. Warum? Weil niemand so blau ist wie ich. Okay. 3, 2, 1. Und bitte! Hier der klassische Baywatch-Sprung. Die nächste Person, die ich einbestellt habe, ist die Caro. Und sie weiß noch gar nicht, was auf sie zukommt. Oh, ein Parkour! Und auch welchen Charakter sie spielen wird. Mal schauen. Ich hätte da gern die Elefantenparade vom Dschungelbuch. Freust du dich, dass du ein Elefant bist? Vorhin hatte ich mich noch gefreut, jetzt nicht mehr so sehr. Was ist dein Statement, Caro? Ich bin stark. Das war's? Und ich kann eine Wasserfontäne mit meinem Rüssel machen. Oh mein Gott! Wow! 3, 2, 1, bitte! Ihr rollt nur über Nacken und Rücken ab, nicht mit dem Kopf. Ah, ich hab meinen Rüssel verloren! Die nächste Teilnehmerin bei diesem wunderbaren Wettbewerb ist Zara. Hi. Und sie weiß auch noch nicht, dass sie mitmacht. Parkour! Aber sie ist jetzt hier. Was ist das für ein Kostüm? Zara, du bist eine Banane. Ich bin eine Banane. Zara, warum gewinnst du diesen Parkour und wirst der nächste Osterhase? Weil ich eine hawaiianische sprechende Banane bin. Was gibt's Cooleres als das? Ich kann hier kaum rausschauen. Mir schwindelig. Okay. Es ist nicht so einfach, eine Banane zu sein. Ich kann hier kaum rausschauen. Liebe Leute, und jetzt dürft ihr mal raten, wer der vierte Kandidat für unseren Contest ist. Es ist niemand geringerer als... Dun, dun, dun. Wow! Weißt du, was mir dazu einfällt? Eat healthy. Eat healthy. So, und was ist jetzt dein Statement? Ich habe die Form und die Farbe eines Eis und deswegen werde ich der nächste Osterhase. Ich guck was gegen Zeichen. 3, 2, 1, go! Wo ist das Ende? Ihr rollt nur über Nacken und Rücken ab. Und dann einfach wieder aufstehen. Ja.
Ein paar Sekunden später. Ich hätte mal dicker, wenn ich liegen bleibe. Sechseinhalb Stunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. Okay, ihr habt jetzt alle ausschließlich freiwilligen Bewerber auf den neuen Osterhasenposten gesehen. Ist es Stitch? Ist es die Banane? Ist es der Sumo-Ringer? Oder der Elefant? Und eure Aufgabe ist es jetzt, zu entscheiden, wer von den Vieren der neue Osterhase wird. Schreibt's in die Kommentare, ihr entscheidet. Hey, der Osterhase, der enttäuscht vielleicht dieses Jahr, weil er scheinbar in Quarantäne ist. Aber ich will dir eine Sache sagen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner Person, und das ist Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Und er macht eine Menge in seinem Wort, in der Bibel. Das wird erhalten, denn unser Gott ist treu und er wird dich versorgen, er will heilen und er will, dass du ein gutes Leben führst. Unabhängig, ob jetzt gerade Corona ist oder nicht. Wenn du mehr davon hören willst, dann schalte doch gerne morgens von Montag bis Freitag um 7 Uhr ein zu Quick Charge oder schalte sonntags in unsere Sessions rein, equipperslive.de. Wir sehen uns dann da. Ciao, ciao.